Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den My Müsli Premium Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der My Müsli Premium Adventskalender ist einer von vielen verschiedenen Optionen, die es dort auf der Homepage gibt. Jetzt gerade habe ich den für 64,90 € auf der Homepage gesehen, aber bis zum 26. November sollte man den bestellen, um ihn dann natürlich noch rechtzeitig zu bekommen. Ich habe den jetzt in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist ziemlich ulkig, denn eigentlich wollte ich ihn mir selber auch noch bestellen, aber ja, habe ich jetzt hier geschickt bekommen. Finde ich klasse. Vielen, vielen Dank an das liebe My Müsli Team. Deswegen, weil es eine Kooperation ist, mache ich auch eine Verlosung in diesem Video. Es gibt aber eine selbst zusammengestellte Beautybox und keine Foodbox. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Ja, geiles Design. Mega das Riesenvieh. Ich freue mich voll und ich möchte reingucken. Mein Müsli kommt uns, glaube ich, auch immer wieder so über die Füße, wenn wir halt online was bestellen. Dann hat man öfters mal diese Flyer mit dabei, ne, dass man das mal ausprobieren kann. Habe ich damals tatsächlich auch gemacht und ich mag die auch sehr, sehr gerne. Ich habe die damals so oft gegessen und hatte die auf der Arbeit auch immer stehen. Also Hammer. Als erstes habe ich in der 1 Save the Ocean mein Müsli drin. 85 Gramm. Und da haben wir drin Dinkel, Quinoa, Crunchy, Kakao, Quinoa, Crunchy und Sauerkirschen. Oh, lecker. Das sieht auch immer ziemlich cool aus. Ne? Man kann diese Becher natürlich als ganz normale Verzehrbecher verwenden. Das mache ich auch immer. Und wenn man die dann entsorgt, macht man natürlich hier außen immer diese, nimmt man die Lasche, macht das Papier ab, entsorgt es im Papier und das andere kann dann ganz normal in den Plastikmüll. Ich glaube, in der 2 ist so ein Klassiker. Ne? Raspberry Pomegranate Crunchy, also quasi Himbeere und Granatapfel. Auch das 85 Gramm. Freue ich mich auf jeden Fall drüber. Bio-Früchte-Müsli mit Dinkel-Quinoa, Crunchy-Himbeeren und Granatapfelkern. Ja, finde ich gut. Das ist eher was für mich. Ich glaube, Save the Ocean ist eher was für meinen Freund, weil da Schoki mit drin ist. Und Schoki in Kombination mit Früchten ist nicht so ganz meine Welt, aber ich glaube, seine schon. Für diesen Adventskalender braucht er wie ein Safe mal irgendwie einen Drehteller oder so drauf, weil ich muss ihn natürlich die ganze Zeit drehen und wenden, bis ich die richtige Klappe finde. Hier habe ich jetzt eine ganz spezielle Sorte und zwar in der Nummer 3 ist das. Strawberry, Vanille, Almond, Granola. Geil, also Erdbeere, Vanille, Mandel und halt Granola. 85 Gramm sind, glaube ich, immer in diesen Müsli-to-go-Geschichten drin, ne? Die gab es auch mal eine Zeit bei DM. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Sehr interessant. Also cool, wird auf jeden Fall vernichtet. Oh, die 4 enthält aber was ganz Interessantes. Und zwar haben wir hier einen Tee drin. Wie cool. Tree of Tea, Organical Grown Son of Heaven. Sencha-Grün-Tee-Mischung, aromatisiert mit Mango. In dem Mini-Format 20 Gramm haben wir hier drin enthalten. Ach cool. Wusste ich gar nicht, dass wir hier dann auch in dem Premium-Adventskalender auch noch Tee mit drin haben. Das finde ich sehr interessant und ich mag gerne so Früchtetees. In der Nummer 5 ist ein Müsli für meinen Freund und der wird es lieben. Und zwar ist das mit Chocolate, Hazelnut, Almond und Granola. Also quasi Schokolade, Haselnuss, Mandel, Granola. Das ist voll was für den. Der ist echt so ein Liebfreund, ein Freund von diesen Schokogeschichten. Hier habe ich so ein Special-Kläppchen entdeckt. Da sind dann jetzt nämlich noch so ganz andere Sachen drin. Sehr, sehr fancy, ne? Zum Beispiel die Nummer 6 habe ich hier mit dabei. Aufregend. Hier haben wir drin Nut Butter Balls, Peanut. Und das sind 1, 2, 3 Stück. Sowas mag ich auch immer sehr gerne. Das snacke ich ganz gerne so vom Laptop, wenn ich am Videoschneiden, Bearbeiten oder sonst irgendwas bin. 60 Gramm sind hier drin enthalten, ne? So als Snack zwischendurch für so herzhafte Momente. Oh, in der 7 haben wir auch wieder was Neues drin. Und zwar, also was anderes als Müsli, ne? Porridge, warm genießen, fertig in 3 Minuten. Und das hier ist das Himbeer-Kokos-Kirsch-Porridge. Mag ich gerne. Damals hat man dazu Haferbrei gesagt, ne? Und ja, da machst du dann einfach warme Milch rein. Und, oder du machst hier Milch rein und machst es dann für 1,5 Minuten in die Mikrowelle bei 700 Watt. Das ist ja easy, ne? Und dann umrühren, 30 Sekunden erhitzen nochmal, dann eine Minute quellen lassen und fertig ist die Laube. Nee, finde ich gut. So ein schnelles Abendbrot oder Mittagessen, vielleicht gönne ich mir da gleich auch einen von. Ne? Praktisch. Die Nummer 8 darf immer wieder machen, dass es kracht. Und in dem Fall macht sie das eher für meinen Freund als für mich. Christmas Jog. Und das ist dann einfach mit Schokolade wahrscheinlich. Und sehr wahrscheinlich auch irgendwie mit Zimtgeschmack oder so. Bio-Müsli mit Kakao, Quinoa, Crunchy, schokolierten, gebrannten Haselnüssen und Zartbitter-Schokoplättchen. Wow.
Also das wird mein Freund hart feiern. Also wenn da gebrannte Mandeln drin sind. In der Nummer 9 dürfen wir uns über eine ganz fancy geile Mischung freuen. Und zwar Raspberry Caramel Fudge Müsli. Also Himbeere, Karamell und Fudge. Das ist eine Kalorienbombe, Leute. 85 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und das ist ja mal der Wahnsinn. Finde ich super. Also voll meins. Das ist meins. Ich mache hier nämlich tatsächlich einen Haufen für meinen Freund und einen Haufen für mich. Das meiste ist für mich. Die Nummer 10. Hier haben wir so einen Riegel drin. Und das ist ein Berry Dark Choc Müsli Bar. Ich glaube, ja, das ist dann eher was für meinen Freund. Weil Beere und Schokolade ist dann eher was für ihn. Jo, finde ich aber so abwechslungsreich, ne? Das finde ich gut. Ich hatte ernsthaft erst gedacht, dass wir jetzt 24 unterschiedliche Sorten Müsli hier drin haben. So, okay, ja, 70 Euro für Müsli. Aber nee, es ist abwechslungsreich. In der Nummer 11 haben wir wieder was für mich mit drin. Und zwar Porridge mit Pflaume, Apfelzimt. Yum, 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 yum. Auch da wieder warmes Wasser rein und fertig ist das. Vielleicht tatsächlich heute Abend mal ein Porridge. Also sowas Warmes. Entweder ein Porridge oder Müsli. Ich weiß noch nicht. Zur Halbzeit gibt es wieder einen Tee. Tree of Tea Organically Grown Strawberry Bliss. Früchtetee aromatisiert mit Orange und Erdbeeren. Das ist auch cool, ne? Auch wieder so ein Mini. 30 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und ja, wie gesagt, Früchtetees mag ich ganz gerne. Trinke ich tatsächlich auch ganz gerne kalt. Ich finde das immer total fancy, wenn du hier sowohl Kläppchen als auch Boxen mit drin hast, ne? Die Nummer 13 habe ich jetzt hier. Und hier haben wir wieder Bällchen drin. Nut Butter Balls Hazelnut. 3 Bälle. Ja, klasse. 60 Gramm. Das ist voll was für mich. Das ist auch weich, ne? Oh. Noch ein Porridge. Und zwar Bratapfel. Oh mein Gott. 45 Gramm sind hier drin enthalten. Und das ist doch mal super weihnachtlich. Warum rede ich wie ein Roboter? Keine Ahnung. Freue ich mich. Oh. Raspberry Dark Choc von My Müsli habe ich jetzt hier drin. Also Himbeere, dunkle Schokolade. Wow, 85 Gramm. Das ist nicht ganz so meine Welt, ne? Habe ich ja schon gesagt. Vielleicht was für meinen Freund. Ich muss mal gucken. Boah, aber schaut euch das mal an. Ich meine, diese Sichtfenster sind ja auch immer fies, ne? Die machen ja auch immer richtig Hunger. Wie unfassbar schmackhaft das einfach da drin aussieht. Oh, geil. So große Stückchen auch drin. Mega. Mega, mega, mega. Die Nummer 16. Hier haben wir wieder ein Riegelchen und zwar Chocolate Berry. Ja, das ist auch ein Riegel mit 35 Gramm drin. Und das ist ein Beeren- und Schokoladenmüsli. Die fühlen sich auch gar nicht so bretthart oder so an. Also schon hart, ja, aber auch so ein bisschen weich mit dabei. Also ich glaube, dass es sehr saftig wird. Merkt man, dass ich Hunger habe? Ich habe mega Hunger hier. In der Nummer 17 haben wir Raspberry Choc, also quasi Himbeere und Schokolade, 85 Gramm. Jo, sieht auch ziemlich fancy aus. Schade, dass ich keine Schokolade mit Früchten mag, aber ich kann es ja mal probieren. Komm, vielleicht finde ich das ja auch mega geil in Kombi, ich weiß es nicht. Ich mag halt nicht zum Beispiel diese Gelee-Bananen oder Softcake oder sowas, gar nichts für mich. Oh. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Es gibt wieder ein Porridge und zwar dieses Mal Mandel-Karamell-Kirsch. Voll mein Ding. Das finde ich total großartig und da stehe ich drauf. Ne? Das ist ein weihnachtlicher Geschmack. Das sind leckere Zutaten. In der Nummer 19 erwartet uns ein Bircher-Müsli. Das ist quasi ja mit Apfel, glaube ich, dann auch. Ne? Apfel? Weiß ich nicht. Bio-Bircher-Müsli mit Apfelstücken, Rosinen und Mandeln. Oh je. Und dann hast du auch noch Haferflocken mit dabei. Das ist lecker. Die Nummer 20. Da sind wieder Bällchen drin, weil das so schwer ist, glaube ich. Ja. Nut Butter Balls Almond. Oh, mit Mandel. 60 Gramm auch hier drin enthalten. Also auf diese Bällchen habe ich auch richtig Bock, ne? Oh, ich kugel mich Richtung Weihnachten. Merkt ihr das? Wie witzig ist das denn? Oh Mann, wie süß. In der Nummer, was ist das hier? 21. Taste the Love Müsli mit Erdbeeren und schwarzen Johannisbeeren. Und Leute, hier sind ernsthaft Herzchen drin. Da. Voll süß. Das finde ich voll schön. Das ist großartig. Oh, allein von der Optik her ist es schon schön. Und dann, ne, wird das sicherlich auch noch geil schmecken. Also voll gut.
Die Nummer 22 ist hier unsere letzte Box und da haben wir einen Riegel drin. Chocolate Peanut. Nom. Ja, also ich habe hier gerade so hart Hunger, Leute. Ihr macht euch keine Vorstellung. Es ist jetzt auch gerade 18.20 Uhr. Ne? Also wir werden hier gleich unser Abendbrot auch aus den Produkten uns entnehmen und uns das genehmigen. Mein Freund weiß das noch gar nicht, aber er wird sich gleich freuen. Ja, jetzt gucken wir in die Nummer 23 rein. Der Tag vor Heiligabend, Leute. Da gibt es nochmal einen Tee und zwar Roi Lemon, ein grüner Rooibos-Tee aromatisiert mit Zitrone. Ja, 30 Gramm, das ist tatsächlich ein Tee, wo ich sagen würde, ist doch safe einer, den man richtig gut kalt trinken kann. Ne? Zitronen-Eistee trinke ich so häufig, deswegen auch der Mango-Tee, das wird Eistee, kalter Tee, läuft. Und jetzt bin ich mal gespannt, was in der 24 drin ist. Wow. Zuallererst fängt das an, ja, ich habe hier einen riesen Moped, Leute, dass wir hier einen 10-Euro-Gutschein drin haben, der bis zum 31.12.2022 gültig ist. Und das ist aber ein individueller Code, den lasse ich auch mal hier. Den kann man auch super weiter verschenken. Und hier haben wir dann, hatten wir das nicht eben schon? Dieses Christmas Choc, oh, da wird mein Freund sich hart freuen. Das, was die da in klein drin hatten, haben wir jetzt nochmal in groß. Und ja, ne? Wirklich diese große Rolle, das ist ja mal richtig geil. Also da wird er sich drüber freuen, weil der auch gerne Müsli isst. Kakao, Quinoa, Crunchy, Cashewkerne, dunkle Schokoplättchen, karamellisierte Haselnuss-Chocs und viel Liebe sind hier drin. 575 Gramm und dieses Design, das kannst du dir so schön hinstellen. Wahnsinn. Das war er nun, der My Müsli Premium Adventskalender. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, sehr interessanter und abwechslungsreicher Inhalt. Ich finde es cool, dass wir halt nicht nur Müsli drin haben, sondern halt auch Porridge und Tee und diese Balls und Riegel und so. Also wirklich mal das komplette Sortiment kennenlernen. Geil finde ich natürlich auch, dass wir in der 24 eine große My Müsli-Geschichte haben. Und jo, schade finde ich, dass es das gleiche ist, was wir ja schon mal in klein drin hatten. Da hätte ich mir gewünscht, dass es vielleicht eine andere Sorte gewesen wäre. Jo, ansonsten, wenn man halt in einem Haushalt lebt, wo Leute sind, die auch offen für neue Geschmäcker sind und auch mal, ne, dass man sich so austauschen kann. Das, ne, wie jetzt bei meinem Freund und mir, er mag gerne Schoko, ich bin eher so der fruchtige Typ, macht so ein Adventskalender Sinn. Wenn man aber jemand ist, der so immer nur das isst, was er kennt, macht der Adventskalender keinen Sinn. Denkt da auf jeden Fall dran. Ich weiß nicht, inwiefern die ganzen Informationsgeschichten auf der Homepage stehen. Das wäre auf jeden Fall wichtig, dass man da reinschaut, weil gerade bei solchen Geschichten, ne, bei Food-Adventskalender im Allgemeinen, sollte man das im Vorfeld einfach wissen, dass es eine Überraschungstüte ist. Karton. Ich bedanke mich auf jeden Fall von Herzen bei dem lieben My Müsli Team, denn das ist eine geile Kooperationsmöglichkeit und ich hoffe, dass es der Beginn einer wundervollen Freundschaft ist, da wir ja gerne Müsli essen und dann passt das auf jeden Fall auch ganz gut zusammen. Und ja, schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch den Adventskalender verlinkt, falls ihr da Bock drauf habt. Da sind, wie gesagt, auch ganz, ganz, ganz viele andere noch verfügbar. Auch welche, die ihr zum Beispiel selber befüllen könnt und so, ne? Ansonsten würde ich einfach mal sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!